Herzlich willkommen zu einer neuen Daily Ducks US Morning Ausgabe heute am Mittwoch, dem 13. März 2019. Gestern Abend stand der Brexit wieder im Fokus. Erneut hat die Premierministerin bei der Brexit-Abstimmung verloren. Ja, was soll man anderes sagen? Die Zugeständnisse der EU haben eben nicht gereicht. Das Unterhaus lehnte den Brexit-Vertrag wiederum ab und nun sieht die EU ein womöglich deutlich erhöhtes Risiko für einen ungeregelten Austritt. Aber warten wir mal ab, denn am Mittwochabend und vielleicht auch am Donnerstagabend geht nun die nächste Runde vom Brexit weiter und dann werden wir sehen, wohin sich das ganze Thema Brexit noch weiter entwickelt. Nutzen wir die Gunst der Stunde und werfen den Blick auf den S&P 500 Index. Wie sieht es hier aus? Auch einmal relativ stark nun in den Vordergrund gestellt, Unterstützung als auch Widerstand. Ich habe es hier rot skizziert, 2820 Widerstand, Unterstützung 2721. Also wir haben auch hier mehr oder weniger jetzt eine 100 Punkte Trading Range im S&P 500 Index, erst mit einem nachhaltigen Ausbruch zur Ober- oder eben nachhaltiger Ausbruch zur Unterseite, würde sich hier deutliches Potenzial freimachen. Hingegen, solange eben der Index inmitten dieser Zone verharrt, ist das wirklich nun ein potenzielles Auf und Ab und hierbei resultieren eben keine neuen charttechnischen Erkenntnisse. Neue charttechnische Erkenntnisse gibt es jedoch mit Hinblick auf die Facebook-Aktie, denn seit dem Ausbruch wieder bei die 200-Tage-Linie, ja, es nimmt die Facebook-Aktie nun Anlauf, um womöglich auch den nächsten Ausbruch zu vollziehen. Und zwar über den Kurswiderstand bei knapp 173 US-Dollar. Sollte das gelingen und vor allem im Zuge dessen auch der Aufwärtstrend verteidigt werden, das ist essentiell wichtig, könnte es hier bis zu einem Anstieg von 188 US-Dollar kommen. Fällt die Aktie jedoch unter den Abwärts- bzw. nicht Abwärts-, sondern Aufwärtstrend und bricht hierbei die 200-Tage-Linie wieder nach unten, das heißt, man würde hier einen sogenannten Fehlausbruch hinterlassen, dann wäre tatsächlich Potenzial gegeben, damit die Facebook-Aktie wieder über mehrere Monate hinweg bis in den Mai hinein in Richtung von ca. 150 US-Dollar nochmals konsolidiert. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.